Jo, liebe Leute, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 mit unserer Karriere in Bayreuth. Wir treffen heute, wie schon letzte Folge angekündigt und jetzt hier nochmal bildlich verdeutlicht, das Spiel in Frankfurt, würde ich sagen. Heute auswärts Frankfurt. Das wird gar nicht so einfach werden. Aber mal schauen. Albiol hat Angebot angenommen. Aber die Frage, kommt er jetzt oder kommt er nicht? Leider nein. Ich darf ihn nicht annehmen. Ah, verdammt. Ich darf ihn nicht nehmen. Ich will ihn aber. Sorry, ich muss leider das Angebot ablehnen. So bitter das ist, weil ich eigentlich einen Verteidiger bräuchte. Aber leider sagt der Vorstand, nö, du nicht. Also müssen wir ihn tatsächlich erstmal. Jamschidepur. So, delegieren mal kurz. Dann leihen wir den erstmal aus. Wenn er dann gehen kann. Mal gucken, wie schnell er jetzt weg ist. So, Laie. 2 Jahresleihe. So, okay. So, lass mal, er möchte gehen. Nehmen wir das Angebot an, dann kann ich mir eventuell noch mal was kaufen. Andresen. Wollen die jetzt so viel geben? All dem hier. Das ist ein Torhüter. 27.000. Ablehnen. So, jetzt auf Frankfurt und dann kommt Hoffenheim. Naja, okay. Das werden zwei harte Nüsse werden. Definitiv. Gehen wir rein ins Match. Würde ich sagen. Spieltag Nummer 8, Auswärtsspiel bei der Frankfurter Eintracht. So. Es ist klar, auf wen die meisten in dieser Partie ganz besonders achten werden. Begeistert uns der Topscorer auch heute wieder? Wir werden es herausfinden. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Bleiben Sie Er macht dran. viele Tore auf jeden Fall. Und herzlich willkommen im Deutsche Sportpark. Wir Deutsche sind Bank zu Gast im Sportpark. Deutsche Bank Park, wo das Wetter absolut mitspielt. Und damit dürfen wir Sie sehr herzlich zu diesem Spiel begrüßen, liebe Zuschauer. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Wir freuen uns auf ein super Spiel. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Ja, wenn wir heute gewinnen, hätten wir 19 Punkte und wären wieder 3 hinter den Bayern. Vor RB. Wenn wir heute verlieren, sind wir 6. Aber wie gesagt, die Bayern, das ist für uns einfach eine Nummer zu hoch. Das wird wahrscheinlich über die Saison hinweg gesehen kaum möglich sein, die zu kriegen. Aber mal schauen. Vielleicht im direkten Duell. Da haben wir Freiburg am letzten auch 10 Punkte zwischendurch Rückstand gehabt und haben sie im vorletzten Spieltag noch abgefangen. Mal schauen. Mal schauen. Jetzt müssen wir aber erstmal. Jetzt haben wir zwei schwere Spiele mit, wie gesagt, Eintracht Frankfurt auswärts. Und morgen um 14 Uhr dann die TSG Hoffenheim im Heimspiel. So, unsere Jungs schwören sich auch nochmal ein. Neuer Kapitän übrigens, Pierre-Emerick Aubameyang. Das habe ich jetzt schon angekündigt, das habe ich jetzt auch durchgezogen. Der neue Capitano, hier ist er im Bild.
Hat sich festgespielt vorne drin. War eigentlich erstmal am Anfang noch nicht gesetzt. Hat aber mittlerweile sich zu einem wichtigen Bestandteil dieser jungen Truppe gemacht und hat jetzt zu Recht die Kapitänsbinde bekommen, weil er halt ältester und erfahrenste Spieler ist auf dem Feld. So, ach, Frankfurt geht schon mal, geht schon, schon drauf, will natürlich schon. Also wie gesagt, Frankfurt wird eine harte Nuss werden. Fischer. Tolles Tackling von ihm. Das letzte Spiel haben sie zu Hause gewonnen. Heute wollen sie wieder so eine Leistung abrufen. Ein unglaubliches Spiel war das zuletzt. Heute aber... Ja, Bielefeld 5-1 haben wir sie geschlagen. Das kann durchaus sein. Aber davor war zwischendurch auch mal eine 0-4 Niederlage gegen Union. Also, wir haben ja drei Spiele jetzt wieder in Folge gewonnen. Davor hat, wie gesagt, ein Spiel verloren. Guter Vorstoß. Hertha mit Glück geschlagen. Bielefeld geschlagen. Augsburg auswärts geschlagen. Und jetzt, wie gesagt... Schlechtester Angriff gegen besten Sturm. Das sind natürlich immer wieder sehr interessante Duelle. Auf dem Papier dürfte klar sein, wie sich das hier entwickelt. Aber der Fußball ist... Aber das ist jetzt... Und 1-0 für die Frankfurter Eintracht. Das erste Tor heute. Duvan mit dem 1-0 für die Frankfurter Eintracht. Die erste Chance. Geht da erstmal Piri vorbei und dann hat er mit der Körper rein. Gegen Fischer. Und dann ist Zapata leider ohne Chance. Und es steht 1-0 für die Frankfurt Eintracht. Zapata ist es. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Welcher Vorname? Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Ja, sag ja. Wenn wir heute verlieren, sind es wieder 6 Punkte auf die Bayern. Aber wie gesagt, was wer erwartet, dass wir unser kleiner Dorfclub hier den Bayern Großparole bieten können? Wir haben einmal gewonnen gegen die Bayern, aber... Das wird vielleicht nicht nochmal sein. Das war eine ganz andere Zeit. Salomon. Raider. Der Angriff könnte was werden. Der taucht da einfach mal ab und hätte da durchaus gehen können. Dann wäre es nochmal richtig gefährlich geworden. So hat der Keeper den. Sensationell. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? So, Fischer sieht jetzt gelb. Nach 22 gespielten Minuten. Freistoß kommt in den 16er. Wunderbar, erstmal. Hat das Ding erstmal sicher, bevor da irgendwas noch anfängt. Jetzt Aubameyang. So, jetzt vielleicht in mal durch Hugo Novoa, der jetzt mit Tempo da durchgeht. Novoa. Könnte der Ausgleich werden? Also jetzt Eckloff. Da fällt das Tor. Sie sind zurück im Spiel. Das war Weltklasse gespielt, Weltklasse Konter. Wir schauen uns das Tor nochmal an und entscheidend ist hier einfach, dass sie den Ball nicht wegbekommen. Schauen nur zu und es rächt sich. Jo, 1-0, wie gesagt, für die, ja, beziehungsweise 1-1. Eckloff. Und damit alles auf Anfang, es steht 1-1. Zapata. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Und an diese Unaufmerksamkeit weg ist der Ball. Was macht der jetzt? Das Tor wird natürlich abgepfiffen. Freistoß für Frankfurt? Wofür? Schiri, wofür? Was für da gerade Freistoß? Ich hab die ja nicht gemacht. Ball kommt aufs Tor. Erstmal haben wir noch was. Keine echte Torgefahr. Ja, erstmal hier alles in der Hand. Klar, Fischer. Kilian Fischer. Sie müssen aufpassen. Ein schönes Ding noch. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Das sollte eigentlich ein Querpass werden. Weil dann wäre es nämlich das 2-1 für die Bayreuther geworden hier. Da wollte Aubameyang, sollte den eigentlich nur. Curling, ja, ja. So, jetzt pfeift er. Vorteil für die für Frankfurt. Ist auch richtig, weil ich glaube, Aubameyang hat den bei der Grätsche Richtung Ball. Den Spieler getroffen Zapata. Hat. Piri. Inzwischen. Gut gemacht. Pierre-Emerick Aubameyang. Oh, das könnte was werden. Ah, der war ganz. War gut gedacht da vorne.
Jetzt könnte die Chance entstehen. Dubois. Super durchgesetzt. Touré. Der erstmal aufpasst. Schade. Wieder. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Jetzt ist er auf und davon macht er das Wunderbar. Tor. Und dann ist es. Und das Pause. War das Ende der ersten 45 Minuten. Verdient 2-1. Beide hatten noch größere Chancen. Frankfurt eine. Bayreuth auch durchaus eine. Durch ihn hier. Also. Noch ist alles offen. Gehen wir rein in Halbzeit 2. Brauchen wir nicht wechseln. Auch wenn Fischer es mit kann weitergehen. Anpfiff Gelb gesehen hat. Hälfte. Aubameyang. Stürmer! Nee, der geht nicht rein. Klasse Chance, da stimmt fast alles bei diesem Versuch. Es fehlt das Glück. Der wollte ein schönes lange Eck drehen, aber funktionierte nicht so ganz. So, nächster. Zapata. Nur noch der Torwart. Oh, Wena, der zweimal schön ist mit der Aktion. Und dann ist es das 2-1 für die Eintracht. Wir machen die Tore vorne nicht. Wir hatten ein, zwei gute Situationen. Sterner und Frankfurt hat die zweite gute Chance und macht's. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Dann naht er kurz bei ihm, zwei Mann. Und dann ist das Ding drin. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Ulrich Piri. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Aber jetzt verlieren sie doch den Ball. Mann. Hat doch die Präzision gefehlt. Die Eintracht hat erst die Bälle da vorne nicht richtig in die Position. Die es gerne gehabt hätte. Wieder Rainer. Aber wir sehen es. Und dann ist es Ulrich, der sagt, ja, den nehme ich. Verliere, aber hat er Glück, dass er den nochmal wieder bekommt. Schön. Ja, schön. Sie haben durchaus Platz auf außen. Schelderup. Die Flanke an den langen Pfosten. Lange Pfosten. Einwurf Bayreuth, jawohl. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Jetzt wird hier gewechselt. So, Schiri, der hat schon früher ab. Sehr gut. Das soll ein Freischuss sein. Aubameyang. Sterner und Trapp. Über die Torauslinie, Ecke. Ist ja nicht so, dass man die Chancen hat, aber sie bisher nicht nutzt. Wird Abschluss geben jetzt. Ja, gefühlt haben die Frankfurter zwei Torschüsse gehabt und kriegen sie halt hin. Gico. Luca Pellegrini. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Das Ding. Gut gemacht. Ich komme nicht vorbei, die Verteidiger da. Zapata. Ball ist weg. Morgalla. Gut gemacht hat. Könnte jetzt Aubameyang, der Kapitän, mit der guten Situation. Und dann ist Touré da. Man ist ja dran, man hat ja die Chance, aber kriegt sie halt bisher nicht hin. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Reina, Vita. Diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. War kein guter Pass. Jetzt vielleicht mal Morgalla, der Innenverteidiger. Was für ein schlechter Pass dort. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ja, 10 Minuten noch, das ist das Problem. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Ah, wieder Touré, der ist gut, Mart. Der hat ein gutes Auge, ist Mart. Frankfurt kann Salomon.
Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Ah, Mann, Stanisic. Da wieder aufgepasst halten. Aber ja, ich denke mal, wir kriegen es nicht hin. Luca Pellegrini. Wir haben jetzt 86 Minuten, ich würde nicht, dass ich die Reihe habe. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Jetzt oder jetzt vielleicht doch nochmal Novoa. Da schießt er. Novoa und Trapp. Der musste abschießen. Tolle Parade. Sie liegen mit einem Tor zurück, aber jetzt nochmal Ecke. Wird das noch was? Die allerletzte Chance. Sterner mit der Ecke. Schlechtes Ding. Da ist der Ball erstmal raus. Da ist die Flanke. Und Trapp hat ihn und das war's. Frankfurt schlägt uns mit 2-1. Die Frankfurter haben gewonnen. Tja, Wolf, das ist ein Sieg der Offensive. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das am Ende hier so sagen würde. Denn wir kennen sie als das Team mit großen Problemen in der Offensive, als das Team mit dem schlechtesten Sturm. Das war heute alles anders. Sie machen 2 Tore und so erklärt sich der knappe Sieg. Wir hatten die guten Chancen da und dann so verdient war es nicht, aber naja, wie auch immer, haben verloren. 2 gute Einzelleistungen. Und gerade jetzt habe ich keinen Bock auf Interviews. Scheiße, Mann. Das tut gerade weh. Die Niederlage tut weh. So, nächster Gegner ist jetzt die TSG Hoffenheim, die 12 Punkte aktuell auf dem Konto haben. Wir sind jetzt abgerutscht auf Platz 4. In der zweiten Saisonniederlage. Alles nicht tragisch, alles in Ordnung, nur ärgerlich ein bisschen. Aber gut, ich hoffe, man kann mal wieder ein bisschen was gut machen im Heimspiel und einfach das schaffen. Sehen wir uns ja morgen um 14 Uhr an. Bis dahin und tschüss.